Medizin Simulator. Moin Leute, was geht und ein herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute, wie ihr seht, wird es was anderes geben. Ein neues Spiel, das wir spielen werden. Und wie gesagt, es heißt Thief Simulator. Und ja, in diesem Spiel handelt es sich, dass wir, wie das Spiel so, schon sagt, Englisch Skills am Rande. Wir sind ein Dieb und rauben andere Leute aus. Wie ihr seht, das bin ich, schöner Boy, Kappa. Und ja, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und direkt eine Animation, geil. Fängt ja schon mal gut an. Ihr seht, Kletterkünste sind auch am Start. Wie in der Realität, Kappa. Und hier sind wir. Und hier, Winnie, das ist unser Auftraggeber. Der wird uns die Aufträge geben, was wir tun sollen. Ich würde sagen, wir gehen direkt ran. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Ich bin's, Vinny. Heb die Brechstange auf und hör mir zu. Wir haben viel zu erledigen. Das habe ich jetzt ganz allein übersetzt. Hier, wir heben die Brechstange auf. Ach, Vinny, rufst du direkt wieder an. Generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Jetzt sagt das Spiel, wir sollen zum Inventar. Hier gucken wir uns das Ganze mal an. Hier, ja, wir haben hier den Quickslot. Das heißt, man kann mit Q ganz schnell, wie es hier angezeigt wird, zugreifen auf die Sachen. Und jetzt machen wir hier mal die Bretter kaputt und brechen ein. Aber Leute, oben rechts seht ihr es auch. Wir müssen schleichen. Die anderen dürfen uns nicht hören. Hier seht ihr direkt. Was guckst denn du so? Und siehst mich nicht. Dumm. Hier ist Licht. Leute, wir dürfen nicht gesehen werden. Oh my God! Bist du Mouse Button 3? Kann man nicht markieren! Mann! Scheiße. Weiter! Und an allen vorbei. Och, Vinny! Lass mich doch mal meinen Job machen! Hier geben. Hier ist das Licht, das Gelbe, zeigt uns dann. Taschenlampe mitnehmen. So, und jetzt gehen wir hier zum Eingang. Na, hör mal. Das ist ja abgeschlossen, da komme ich ja gar nicht rein! Das Fenster mit der Brechstange einschlagen. Ja, so geht's natürlich auch, würde ich sagen. Zack! Und rein da! Och, Vinny! Was soll denn das jetzt? Zum 40. Mal rufst du an! Good job. Time to redistribute a little well. Jetzt nehmen wir schön alle mit, was man mitnehmen kann. Oh! Geld! $15! Auf der Box! Also, noch mal. Ach, Vinny, jetzt reicht's doch mal. Hallo, Vinny, ich mag's aber hier. Hier sind gute Sachen, die man klauen kann. Lass mich doch noch ein bisschen. Was soll das? Jetzt muss ich hier raus. Vielen Dank, Vinny. Meiner alter Sack. Ich will dich jetzt alles klauen hier. Also, tue ich das überhaupt? Was gerade eine Ansage oder was? Ich will für mich selber klauen, will das doch. Hier kommen wir nicht durch. Mal sehen. Ah ja, genau, hier sieht man's. Tür auf. Keiner sieht mich! Keiner sieht mich! Okay, dahin also. Oh! Was eine schöne Karre! Was ein schönes Ding! Oh, wie viel habe ich dafür bezahlt? Eine Million? Das ist das Auto ja auch wert. Interagieren eh. Und jetzt können wir also fahren. Ah, genau, mit W fährt man. Und mit A, D lenkt man. Das ist super. Und jetzt die Stadt verlassen. Sag mal, pass mal auf. Ah, der ist schuld, dass ich jetzt gegen die Scheiße da angefahren bin. Mensch, was willst du, Ulrich? Was soll das? Oh, flüchten wir. Muss ich überhaupt hin?
fahr einfach durch die Gegend oder was? Muss hier weg! Weg! Doch, komm schon! Ja! Och, Ulrich! Och, Ulrich, Mensch! Ulrich! Mann! Jetzt schnell weg hier! Ein A! Das freut mich zu hören! Das freut mich! Ein A, das ist doch immer schön. So. Oh, Vinny! Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ja, Privatsphäre, Mignon. Jetzt legen wir uns also. Yes? Das ist alles, was ich hab? Ein scheiß Bett? Okay. Dann schlaf mal halt. Oh. Okay. Wir schlafen bis, ich würde sagen, 11 Uhr. Das hört sich gut an. Auf geht's, Austin. Och, Winnie, was ist denn los mit dir? Kannst du mich nicht einmal in Ruhe lassen? Guck dir mal an. Ich muss dieses Haus renovieren. Das ist scheiße. Und du rufst mich die ganze Zeit hier an. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Junge, bei so einem Haus habe ich sogar Aiguren. Das schaut doch super aus. Aber was gibt's hier? Tools for thieves let you buy new kit online. You might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Forums. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Das warst du, Vinny? Oh, sogar kostenlos. Das nehme ich gerne mit. Right. Now, go to your car. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Winnie? Ich will mal hier was durchlesen. Hier. Alle verstanden. So, Winnie! Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Pfandhaus? Als ob der Typ beim Pfandhaus einen Topf von mir will oder einen alten Toaster. Ja, der wird mir eine umhauen. Und will mir sagen, was willst du mit dieser Scheiße hier? Will er mir hier erzählen, dass ich wirklich zum Pfandhaus gehen soll? Was soll ich da? Hier. Welcome back. Hallo, ich sehe dich zum ersten Mal, Minion. Lol, der kauft ihn mir wirklich ab. Er hat Top. Für den Top krieg ich 8 Dollar? Was ist das denn? Oh, für den alten Toaster hier, da hätte ich schon viel mehr erwartet. Den habe ich jetzt gekriegt. Ja Gott. Winnie! Was soll denn das? It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Ey, Digga, Winnie, wenn du jetzt langweilig mal aufhörst, die ganze Zeit anzurufen, hallo, das verbraucht mein Guthaben. Hast du daran schon mal gedacht? Mein scheiß Guthaben. Ich kann mir nur 1 Euro pro ich sag's mal lieber nicht. So. Also parken brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Oh, kommt jetzt. Natürlich komme ich durch die Vordertür nicht rein. Wie komme ich denn sonst hier rein? Oh, wir laufen ein bisschen rum. Ist hier was drin? Lol, man kann sich hier verstecken. Wuff, lol. Okay. Oh, hier ist was Blaues. Brechstange. Ah, genau. Hier, ja, das können wir ja wieder kaputt machen. Jetzt gehen wir mal durch. Und jetzt. Da stand ja sowieso, dass es komplett lädt. Ja, der Winnie hat den wahrscheinlich dahin getan. Komm, Fenster kaputt. Rein da. Fernseher mitnehmen. Aber nee. Warte mal. Was sehe ich denn da? 50 Dollar. Ich habe gerade das alles verdient, was normalerweise im Monat verdient. Bratpfanne. Das wollte ich schon immer mal haben. Oh, noch ein alter Toaster. Ach, geil. Hier liegt auf dem Boden Geld. Ja, super. Alter, ich könnte Millionär werden, wenn das so weitergeht mit dem Geld. Ich habe schon 91 Dollar. Ich würde sagen, wir holen jetzt den Fernseherhahn ab. So, wie kriege ich jetzt den Fernseher da raus? Kann ich vielleicht das Fenster aufmachen jetzt? Hier oben links steht werfen. Jawohl. Klappt sogar! Perfekt! So, jetzt weg hier. Ein paar Klöden kriege ich doch noch dafür. Ein paar
kleine Dollarchen. Ah, hier ist das Auto, wunderbar. Werden wir reinlegen. Licht rein, hallo. Oh ja, okay. Und jetzt ab nach Hause! Winnie, ich warne dich. Wehe, du rufst jetzt noch mal an. Ich brauch meine Ruhezeit. Ab nach Hause. Hier sehen wir es alles. Ein B! Level aufgestiegen! Ja, super! Wieso nur ein B? Ich hab mir doch ein A verdient. So gut wie ich war. Guck mal, sogar 5 Sterne. Bonus XP für Heimlichkeit. Ja, läuft doch. Winnie, jetzt reicht's doch mal. Jetzt hör mal zu, Winnie. Wer hat gesagt, das ist deine Glotze? Winnie, es reicht jetzt einfach. Hör auf, mich die ganze Zeit anzurufen. Du kriegst jetzt... Jetzt reicht's, ich arbeite nicht mehr für dich. Ich streike, solange du nicht mehr aufhörst, mich die ganze Zeit aufzurufen. Hör auf! Ah! Jetzt musst du dir doch den verdammten Fernseher geben, Alter. Du hast es nicht verdient. Okay, ich krieg 60. Okay, das nehme ich zurück. Nein, lass mich in Ruhe! Kannst du mich da nicht in Ruhe lassen, Mann? Er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und jetzt muss ich noch einen Job für den machen, aber $50. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen, aufzureden? Winnie, es reicht. Ich halte das nicht mehr aus mit dir. Nur Scheiße richtest du an. Es reicht, okay? Es reicht, habe ich gesagt. Es reicht. Es reicht. Verstehst du das jetzt, Mann? Verdammt nochmal. Verdammter Winnie. Ich streike. Ah, warte, Leute. Müssen doch nochmal zum Pfandhaus. Müssen doch noch die Sachen abgeben, um ein bisschen Kohle zu verdienen. So. Welcome back. Oh, welcome back. Hallo, welcome back. Nur wieder $3, $8, $8. Schlecht. Hätte man doch ein bisschen mehr mit verdienen können. So, und jetzt ab zur 100 Cent, würde ich jetzt sagen. So, da ist doch die 109. Genau. Parkplatz brauchen wir ja nicht. Wie kommen wir jetzt da rein? Kommt man hier hinten rein? Nee. Weiterlaufen. Leute, ich finde hier keinen Eingang. Hallo? Da jemand? Hier. Hier. Ist doch die... Das ist die 111. Nee. Da möchte ich nicht hin. Mit so 110 möchte ich. Oh. Das ist meine Karre. Bleib stehen. Mach die Tür auf. Alte Dame. Du hast in dieser Karre nichts zu suchen. Ich komme da leider nicht. Okay, wir haben eine Mission zu erfüllen. Oh, die Tür ist offen jetzt. So geht's natürlich auf. 110. Schön gerade auf das Bild. Schön rein. Aber hier war ich doch schon. Winnie, das ist doch immer noch dein Haus, glaube ich. Egal, dann nehme ich halt, da mach ich halt kaputt. Winnie, ruf mich nicht doch wieder an. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Alter, Leute, wenn ihr so einen Chef habt wie Winnie, dann tut ihr mir verdammt nochmal leid. Wenn, Junge, es reicht. Ich hab genug. Ich hab kein Guthaben mehr. Kannst du mich mal in Ruhe lassen, Alter? Ich hab keine Guthaben. Ich muss wieder aufladen. Aber bei $220, ich bin rich. Ich bin rich. Ich bin reich. Nein, 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 nein. Ich mach doch gar nichts. Nein, ich hab auch kein Diebeswerkzeug. Ich mach doch gar nichts. Gnädige Frau. Oh, hallo, hallo. Nee, ich mach nichts. Mach nichts. Lass mich in Ruhe. Ich mach doch gar nichts. Ah, du alte Dame bist immer noch hier. Ja, du musst mir halt deine Karre geben. Verstehe ich nicht. Ja, guck mal, siehst du durch die Brille nix oder was? Ach, scheiße. Wir flüchten jetzt einfach. Weg hier. Alte Lady, fahr mal ein bisschen schneller mit deiner Karre hier. Ach, dann überhole ich die halt. Sogar ich mit meinem gefühlt 1955 gebauten Karre bin sogar schneller. Lass mich, was ist los mit dir? Hast du zu viel gesoffen oder was?
Normalerweise haben die Besoffenen schneller. Aber scheiß drauf! Gib Gas, Junge! Fahr los! Fahr ein bisschen nach Hause! Jawohl! 1 XP! 1 XP! Wir haben 1 XP bekommen! Das ist alles! So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz auf Rent-A-Sack. Ne, wo müssen wir hin? Ah, genau! Tools for Thieves! Jetzt müssen wir, dann müssen wir den kaufen. Ah, genau! Wir müssen erlernen. Dafür gehen wir auf ESC. Wir lernen Schlösser knacken. Weh. Winnie, wart es nicht. Wenn er jetzt anruft, beende ich das Video. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr die zweite Folge sehen wollt, dann gebt dem Video eine positive Bewertung. Also mit einem, also like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Ich würde sagen, ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.